auch nochmal erstmal bei unseren Wahlkämpfern bedanken, auch bei Oskar Lafontaine. Eins unserer Wahlziele war, Rot-Rot im Saarland möglich zu machen. Dieses Wahlziel haben wir erreicht. Umso bemerkenswerter sind Aussagen, die ich nun aus der SPD zu diesem Punkt höre. Nämlich Oskar Lafontaine hat Herrn Maas als Ministerpräsident verhindert. Also da muss ich mich wirklich fragen, ob Herr Gabriel nicht mehr rechnen kann. Denn wir haben 9 Sitze, die SPD hat 17 Sitze, macht zusammen 26 und damit eine Mehrheit. Und damit wäre selbstverständlich die Möglichkeit, dass Herr Maas Ministerpräsident wird. Wenn er das nicht werden will, liegt das nicht an der Linken, sondern es liegt an der offensichtlichen Fehleinschätzung der SPD, die Linke ausgrenzen zu können und trotzdem den Ministerpräsidenten zu stellen. Ich denke, das ist insofern auch bemerkenswert, weil es ein Zeichen für den Bund ist. Wenn man glaubt, ohne die Linke, Sozialdemokraten und Grüne möglicherweise alleine eine Mehrheit 2013 hinzukriegen, dann geht es aus meiner Sicht dramatisch nach hinten los. Der Versuch, die Linken auszugrenzen von Seiten der SPD, kann im Ergebnis dazu führen, dass man sich künftig sparen kann, überhaupt einen Bundeskanzlerkandidaten aufzustellen, weil man ihn nicht durchsetzen kann. Da muss man ehrlicherweise sagen, den machen wir nur aus Jux und Tollerei, weil wir sowieso in eine große Koalition gehen. Also ich denke, wenn es nun zu einer großen Koalition im Saarland kommt, ist das auch ein Zeichen, wohin im Bund die Reise für die SPD hingeht. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Frage, gäbe es denn andere Alternativen? Selbstverständlich gäbe es die Alternative einer rot-roten Regierung im Saarland. Die Programmatik ist eher kompatibel, viel kompatibler als eine programmatische Ähnlichkeit bei CDU und SPD festzustellen ist. Und wenn man das jetzt weiß, wenn man vor diesem Hintergrund die Sache bewertet, hat sich die Sozialdemokratie im Saal in eine wirklich schlimme Situation hineinmanövriert, die wir von Hessen schon kannten. Sie steht nämlich jetzt vor der Wahl. Betrügt sie ihre Wähler, weil sie ihr Programm aufgibt? Denn das macht sie, wenn sie mit der CDU koaliert. Oder macht sie was anderes als das, was sie vor der Wahl gesagt hat, indem sie trotzdem in eine Koalition mit den Linken geht. An diesem Dilemma ist die Sozialdemokratie selber schuld und nicht die Linke. Ich sage mal, wenn man sich so dämlich verhält, dann muss man sich hinterher auch nicht wundern, wenn der ein oder andere sich leicht an den Kopf fasst und sagt, was ist denn da los? Also ein linkes Lager ist es jedenfalls nicht, das wir da sehen. Ich kann die SPD nur auffordern, darüber nachzudenken, wie sie das künftig handhaben will. Weil eigentlich eine linke Programmatik, mit der man in den Wahlkampf geht, damit überflüssig wird von Seiten der SPD, weil sie nicht durchsetzbar ist. Ich denke an den Mindestlohn, ich denke ans Vergabegesetz, ich denke an die Frage einer Vermögensteuer und Ähnliches. Da haben wir ja nun das Problem, dass die CDU permanent blockiert. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Das Zweite, es betrifft jetzt nochmal die Piraten. Die Piraten haben wirklich sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt. Und wir stellen fest, dass das Protestpotenzial der Bürgerinnen und Bürger offensichtlich so groß ist, dass man ohne dass schon konkret eine programmatische Ausrichtung in wichtigen Sachfragen wirklich erkennbar ist, die Piraten gewählt werden. So was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich von diesem politischen System, wie es zurzeit stattfindet, abwendet. Und dass wir als Linke leider auch in dieser Bewertung der etablierten Parteien einbezogen werden und dann ebenfalls darunter leiden. Es spricht auch insofern für mehr Beteiligung der Bürger, weil das ja der Hintergrund ist, warum die Piraten gewählt werden. Sie versuchen einen anderen Politikstil, nämlich der Einbeziehung der Menschen, und das traut man den anderen Parteien gegenwärtig nicht zu, und offensichtlich ist der Inhalt dann weniger wichtig als diese Frage. Das muss uns alle beschäftigen, das muss alle Parteien beschäftigen, weil das natürlich momentan, ich sage es mal so, noch nicht so richtig eine hundertprozentige inhaltliche Alternative ist, die man erkennen könnte. So würde ich das momentan bewerten. Wir müssen uns als Linke jedenfalls auch darum kümmern, wie wir mit dem umgehen wollen, was wir haben. Die letzte Bemerkung, die ich machen möchte, um vielleicht einer Frage vorzugreifen. Wir haben
Wir haben uns im Vorstand auch damit beschäftigt, ob wir jetzt eine Notwendigkeit sehen, irgendwas hinsichtlich des Fahrplans Parteitag zu verändern. Wir sind der Auffassung, das müssen wir nicht, sondern werden wir unserem Fahrplan festhalten, dass wir uns jetzt in den nächsten Wochen selbstverständlich um die Wahlkämpfe kümmern, die vor uns liegen, und dann nach den Wahlkämpfen um Personalfragen.